Ja, ich fühle mich natürlich grossartig. Es ist für mich ein super Erfolg. Ich denke, das Finale ist immer speziell. Aber sonst habe ich eigentlich halt meine Rituale, die ich mache beim Aufwärmen. Ich habe mich gut vorbereitet. Ich habe eigentlich gefunden, ich bin gut in den Match gekommen. Ich habe immer das Gefühl gehabt, dass ich eigentlich da bin, dass ich dran bin und dass ich auch, wenn ich meine Sachen kann, abrufen kann, dass ich da gute Chancen habe. Ich habe eigentlich gefühlt, ich konnte immer ein bisschen das Spiel bestimmen. Klar, im ganzen Match gibt es auf und ab und mal die eine hat ein bisschen den Vorteil bei sich, dann wieder die andere. Aber ich habe eigentlich das Gefühl gehabt, ich konnte es immer wieder auf meine Seite ziehen und darum, ja, ich glaube, das war wichtig und dann hat das zum Erfolg geführt, ja. Ich habe ein bisschen Nervosität gespürt beim Matchball und das fällt dann natürlich ab und das ist ein schönes Gefühl, ja. Ja, es geht für mich eigentlich nächste Woche schon wieder los mit Training. Ich freue mich sehr und nachher sind dann Weihnachten, Festtag mache ich sicher ein bisschen Pause. Vielleicht kann man dann dort das auch noch mal ein bisschen feiern mit der Familie. Ich freue mich sehr, mit der Familie Zeit zu verbringen. Das ist ja etwas, wo man im Jahr, wenn man so viel spielt, nicht immer so viel Zeit dafür hat.